Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple muss am Start und zwar in der nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um dieses wunderschöne Bahngelände hier. Nein, Quatsch. Und zwar die erste Outdoor-Tour handelt sich heute mal um den Forca Evoking 2.0. Forca, Forca. Ich nenne ihn einfach Forca Evoking. Hört sich einfach besser an. Ein Elektroroller, den ich mir mal vor einem Monat gekauft habe oder ein bisschen über einen Monat, so 5 Wochen habe ich den jetzt schon und jetzt habe ich schon die ersten Erfahrungen mit dem kleinen Gerät gemacht und kann euch mal ein paar Sachen dazu mitteilen. Ja, dieses Gerät hat hier einen 1000 Watt Motor mit 1600 Watt, 1650 oder 40 Watt maximal Leistungsaufnahme. Also ein richtig, richtig cooles Gerät. Gehen wir mal so rum, dass ihr das mal sehen könnt. Ich habe jetzt hier den Sitz montiert, weil bequemer zu fahren auf einigen Strecken. Der hat zwei Scheibenbremsen, ist mit 45 oder bis zu 45 km/h zugelassen, hat eine Maximalgeschwindigkeit mit Bleigel-Akkus oder Bleifließ-Akkus, glaube ich, sind jetzt drin, die ich bestellt hatte. Ich glaube, Bleifließ waren das genau. Von 40 km/h kann man nur mit einer Person offiziell fahren. Man schafft es aber auch mit zwei Personen, dann ist es natürlich nicht mehr ganz so bequem, das ist ganz logisch. Ja, was haben wir hier an diesem kleinen Gerät so Schönes? Das ist die Black Gold Edition. Das heißt, wir haben bei dem Gerät schwarze Felgen statt goldene Felgen, die jetzt nicht mehr ganz so sauber sind. Zwecks Ausfahrt erstmal. Ja, Black Gold Edition an der Stelle erstmal, weil das Gerät goldene Stoßdämpfer hat und eigentlich auch ein goldenes Kettenrad, welches jetzt aber auch wieder geputzt werden müsste. Dann sieht man das Ganze ganz gut. Können wir mal ganz kurz hier so ein Blatt nehmen, mal einmal hier so drüber wischen. So, dann sieht man den Glanz vom Gold. Darum Black Gold Edition. Der kostet normalerweise so um die 600, 700 Euro. Und mit Bleigel-Akkus mit 14 oder 12, nee, 12 Amperestunden, 48 Volt. Ich hatte den gebraucht gekauft für einen günstigeren Preis von nur 350 Euro mit gebrauchten Akkus, Bleigel 15 Amperestunden auf 48 Volt, musste aber nachrüsten, weil die vielleicht maximal 4 Kilometer gehalten haben. Und da der ja mit 1600 Watt Leistungsaufnahme richtig Strom zieht, habe ich jetzt hier 14 Amperestunden 48 Volt Bleifließakkus reingebaut. Ja, wie das Ganze so machbar ist. Wir haben jetzt hier ein Klicksystem, das ist nicht das Beste. Könnt ihr ja mal von der anderen Seite, das ist besser, da scheint die Sonne wenigstens drauf. So, eigentlich hier nur rumdrehen und dann ein bisschen wackeln und rausziehen. Das sollte immer gut geölt sein. Dann sieht das Ganze auch gleich cooler aus, wenn man den ohne Sitz so sieht. Da macht er auf jeden Fall richtig was her. Mit Sitz sieht er so opermäßig aus, aber ohne Sitz schon ziemlich cool. Der ist auch zusammenklappbar. Dann heißt es, kriegt man den mit in den Kofferraum rein und hier hinten Kennzeichen kann man also auf der Straße offiziell mitfahren. Das ist schon mal ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man dann mit Autoführerschein bzw. mit Mopedführerschein bis 50 Kubik mit diesem Gerät unterwegs sein kann. Man kann auch Lipo-Akkus noch dazu kaufen, die sind aber so sauteuer. Da kosten 20 Amperestunden, ich glaube, zwischen 400 und 600 Euro plus Ladegerät. Darum bin ich jetzt auf die Bleigel-Variante umgestiegen. Oder was heißt umgestiegen? Ich hatte sie ja schon drinne. Ich habe sie einfach weiterhin genutzt. Wir haben hier oben so ein Trittbrett à la Skateboard oder Longboard mit Grip-Tape drüber. Da ist dann der Name drinne. So sieht das Ganze aus. Hier ist wirklich Grip. Dann kann man gut drauf stehen. Wir haben hier, ich drehe den gleich nochmal um, die vergoldete Bremse dann noch, wegen der Black Gold Edition. Hier per Klettverschluss haben wir dann die Möglichkeit, das ganze Gerät einfach zu öffnen. Und dann sitzt unten das dicke Akkupaket drinne, das schlappe 17,5 oder 18 Kilo insgesamt wiegt. Wie gesagt, mit 14 Amperestunden, 48 Volt. Ja. Reichweite wird ja immer angegeben. Ich habe das schon als Spaßmobil wollte ich das Gerät immer haben. Ich habe noch ein paar Mal belesen, wollte erst so einen Billigscooter haben für 60 bis 120 Euro, die 8 bis 12 km/h fahren. Habe aber dann gelesen, dass die Motoren mit 120 Watt maßlos überfordert sind. Sobald man eine kleine Steigung kommt, ist da nichts mehr zu holen. Dann braucht man auch nicht am Gashebel drehen, da kommt halt nichts mehr raus. Ja, und dann habe ich mich weiter belesen und hatte eigentlich schon so einen 800 Watt Scooter so
im Augenschein, den kann ich euch ja mal mit verlinken. Der ist relativ günstig, der kostet 318 Euro, nagelneu, ist aber nicht straßenzugelassen, fährt aber wohl bis zu 32 km/h, hat aber, glaube ich, nur 36 Volt statt 48 Volt. Und ja, dann bin ich hier über die eBay Kleinanzeige gestolpert und habe gedacht, Mensch, das könnte er sein. Für 375 stand da drin, Verkäufer noch ein bisschen verhandelt, bei 350 haben wir uns dann getroffen. Und super ideal, war vielleicht 30 Kilometer oder ja so 25, 30 Kilometer von mir entfernt, also noch besser. Kein Versand, kein großes Hickhack, nicht durch die ganze Lande fahren, sondern direkt einfach losfahren, abholen, abends gehabt und mitgenommen. So, wir haben hier vorne auch noch für den Straßenverkehr eine Hupe, aber ich denke mal, das ist ganz gut, wenn ich den einfach mal rumdrehe. Ich zeige es euch mal von der anderen Seite. So, da zeigen wir es mal hier von der Seite. Wir haben vorne, wie gesagt, aufgrund der Black Gold Edition natürlich die goldenen Bremsen. Oben haben wir eine Hupe, damit die Straßenzulassung auch passt. Das ist schon mal ziemlich cool. Der hat hier so ein Federbein vorne drin. Das garantiert halt nicht die ideale Federung. Aber wie gesagt, grob. Also für Asphalt auf jeden Fall ausreichend, wenn man jetzt hier so ein bisschen grobkörnig unterwegs ist. Ja, möge es funktionieren. Ja, also über die Bahngleise sollte man damit natürlich nicht fahren. Aber so ein bisschen Unebenheit wie hier so Schotterweg ist machbar. Das sind schon größere Reifen. Ich glaube, das sind, ja, das ist schwierig zu wissen. Es steht hier an der Seite drauf. Ich wollte nämlich mal gucken, zwecks Ersatzreifen, falls man so einmal braucht. Steht das da irgendwo? 6,5 steht da oben. Irgendwie. Hier oben steht was, aber ich kann es gerade nicht. Ja, gucken wir mal. Also 90 zu 65, 6,5. Sieht man natürlich von der Seite auch nicht. Also mal schnell rumgewackelt. Da steht es auf der Seite irgendwo hier. Da unten steht's. Aber über Kopf. Na gut, ist ja auch egal. Ja, die Bremsanlage mit zwei normalen Bremshebeln. Kann man das Ganze betätigen. Vorderbremse und Hinterbremse. Was ich ziemlich cool finde bei dem, wenn man den jetzt hier hochklappt, den Ständer, geht ja dann so. Hier hat man so einen Notausschalter, wenn man den Ständer runterklappt, dann geht gar nichts mehr. Dann ist der Scooter aus. Bedeutet, hier, zeige ich euch das mal von der Seite, jetzt leuchtet er wieder. Wenn ich den Ständer aber runter mache, so, zack, aus. Und wenn ich den wieder hoch mache, zack, wieder an die Batteriespannung. So, hier haben wir normalerweise das Zündschloss. Das habe ich natürlich gleich beim Kauf kaputt gemacht. Zwei Schlüssel dazu gekriegt, zweimal drin rumgegrackelt, kam das ganze Zündschloss raus. Herzlichen Glückwunsch, habe ich gedacht, alles Gute. Was aber witzig ist, wenn man jetzt hier einen langen Schlüssel hat, wie diesen hier, so, kann man das Schloss austricksen. Achtung. Zack, aus. Zack, wieder an. Nur mit Hilfe des Schlüssels. Also wenn euer Schloss von einem Mach 1 oder Forza Evoking oder irgendeinem anderen Scooter kaputt ist, einfach nur das Schloss rausziehen. Das geht insgesamt hier sehr einfach. Jetzt ein Schraubenzieher ansetzen, zieht man das hoch, einfach nur das Innenleben raus. Funktioniert auch so. Ist natürlich doof, ist kein Diebstahlschutz mehr gegeben. Kann man aber auch noch eine, ja, wie nennt man denn das jetzt? So eine Anti-Klau-Vorrichtung. Mir fällt das Fachwort gerade nicht ein. Kann man auf jeden Fall noch verbauen. Was hier witzig ist, der hat mit Straßenzulassung, wie gesagt, ja eine Hupe drinne. Achtung. Kann man gut hören, ja, ist schön laut. Und dann haben wir noch einen Lichtschalter. Schauen wir mal, also Lichtschalter hier oben am Lenker. So, guck mal, sieht man das überhaupt? So, wenn wir jetzt bremsen, passt auf. Also es leuchtet schon die ganze Zeit, das Licht. So, und wenn ich bremse, Bremshebel, egal welche Seite, dann geht hinten das Bremslicht an. Das ist schon mal sehr geil. Funktioniert auch auf beiden Seiten. Und vorne hat er noch eine Frontlampe, die läuft über 12 Volt. Mit LEDs innen drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die ist auch ganz gut hell. Ich bin echt erstaunt, was das angeht. Die verrichtet gut ihre Dinge. Aber wenn man wirklich mal schön Licht haben will, habe ich mir hier noch eine Torfeier dran gebaut, die einfach mal wirklich Batz hat. So, daran sieht man es mit drei Helligkeitsmodi. Die habe ich erstmal semi-professionell am Lenker befestigt, so dass sie wenigstens hier einigermaßen hält. Ja, dasselbe habe ich hinten gemacht, auch nochmal mit dem Rücklicht von Torfire.
welches ich ja schon die ganze Zeit hatte, mit Laser. Optik, sage ich mal. Also hier ist ja wirklich die Möglichkeit, dass man Laserstrahlen auf die Erde projiziert, mit Hilfe dieser beiden Ausgänge hier. Das funktioniert soweit ganz gut. Fand ich ziemlich cool. Dann haben wir wenigstens ein doppeltes Vorderlicht, was richtig, richtig hell ist, und ein doppeltes Rücklicht, wobei das hier auch ausreichend ist. Sind wieder total unscharf. Ja, zurück zur Batterie. Könnt ihr natürlich auch Lipo-Akkus einbauen, die aber, wie gesagt, für mich einfach nicht in Frage kommen, weil total unwirtschaftlich, so als Spaßgerät 500 € nebenbei auszugeben, ist dann doch Quatsch. Obwohl ich ja eigentlich die 300, alles klar, die 350 plus die 100 € nochmal für den Akku, der war nämlich gerade im Angebot für 99 € auf eBay, 48 Volt, 14 Ampere-Stunden, kann man also schon mal nicht meckern, sonst sind die immer ein bisschen teurer. Ja, kann man sich soweit nicht bescheren. Ich verlinke euch mal das Akku-Paket, das kostet auf Amazon nämlich auch 105 €. Und, oder 110, inklusive Versand aber. Das ist das Gute daran. Das ist schon mal ziemlich geil. Ja, ansonsten gibt es ja, wie gesagt, mach ein Scooter, verschiedene Wattangaben. Mit 1700 Watt gibt es nur einen. Wie gesagt, ich habe jetzt den 2.0 Forca oder Forza Evoking 1600. Baujahr 2012 eigentlich. Oder 2000, nee, das ist 2013, weil die Akkus, die drinne sind, oder die waren, vom ersten Mal sind von 2013, also sind die auch schon eine Weile hingeritten, angeblich nicht mit viel gefahren, aber gut, 3 Jahre Standdauer, oder na gut, was heißt 3 Jahre Standdauer, hat zwei Vorbesitzer gehabt, wurde nicht regelmäßig geladen, und wenn dann doch mal leer gefahren, wahrscheinlich, das ist dann halt schlecht. Bei Bleiakkus ist es ja immer so, je schneller man die Akkus natürlich nachlädt, desto besser. Also wenn man nach Hause kommt und nur 5 Kilometer mit gefahren ist, gleich an die Steckdose ran, damit der Ladezustand der Bleiakkus wieder voll ist, dann halten die auch länger. Das ist nicht wie bei Lipos, dass man die vollladen, also wenn man Lipos volllädt und länger liegen lässt, dann gehen die kaputt. Die lädt man dann lieber nur bis 70 oder 80% und lässt die dann einfach mal in Ruhe. Und wenn man die dann braucht, lädt man die vorher voll. Hier ist noch ein Ladegerät dazu gewesen, wie gesagt, das hat 1,6 Ampere, 48 Volt. Und lädt den Forcer in 6 bis 8 Stunden normalerweise voll. Darum bin ich nämlich auf die Idee gekommen, Strommessgerät ran geklickt. Und es ginge nur, obwohl ich glaube, wie weiß ich jetzt nicht, 600 noch was Wattstunden, müsste da nur 48 Volt mal die Amperestunden waren vorher. 48 Volt mal 15 Amperestunden wären in die 700 noch was Wattstunden gewesen. Und der hat immer nur 200 Watt reingeladen. Und ich wusste nicht warum. Tja, dann bin ich drauf gekommen. Ich denke, Mensch, da müssen die Akkus doch platt sein. Hier vorne hat man dann, wer sich mit Tontechnik, DJ-Equipment oder sowas auskennt, so ein Phantomstecker. Darüber wird geladen. Das heißt, intern wird geladen, der Akku bleibt im Scooter drinne und wird dann aufgeladen mit Hilfe des Netzteils 48 Volt, 1,6 Ampere. Reicht aber auch, wenn man das jetzt nur als Spaßgerät hat. Wenn man einen zweiten Akku nebenbei laden will, muss man sich dann entweder so einen Stecker selber zusammenlöten oder für 10 € fertig auf eBay oder Amazon kaufen. Das geht dann auch ganz gut. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Das Zusammenklappbare, darum habt ihr hier einen Hebel. Das heißt, hier einfach nur dran ziehen, dann klappt der Scooter zusammen. Ich mache kurz auf Pause, das geht mit einer Hand recht schlecht, weil der ziemlich schwer ist. Der wiegt in der Leermasse ungefähr 30 Kilo. Und wenn er dann mit Akkus dann bestückt ist, so ungefähr 50 Kilo, sagen wir 48 Kilo insgesamt, oder auch 50, kann auch sein, dass er 32 Kilo Leergewicht hat, möglich ist da alles. Reifendruck ist immer mit 3 Bar, also mit 2,5 Bar angegeben, das wäre ideal. Und ansonsten kann man nur sagen, habe ich den immer so bis auf 2,8 bis 3 Bar, damit er auch wirklich gut aufgepumpte Reifen hat, dann ist man gleichzeitig schnell. Und man kann zusätzlich noch sagen, ja, hält seine Höchstgeschwindigkeit. Jetzt kommt erstmal ein Zug hier akkurat vorbei. Die werden sich auch denken, was macht ihr da? Jawohl. Auf jeden Fall, jetzt hört man es, glaube ich, wieder. Auf jeden Fall mit 3 Bar aufgepumpt hält das Ding dann wirklich seine Geschwindigkeit. Wie gesagt, 40, 42 km/h sind auf jeden Fall möglich. Das Ganze ist hier natürlich nicht mehr helmfrei. Bei Scootern wie dem Mach 1 gibt es ja Regelungen, bis 20 km/h helmfrei zu fahren. Dann ist er, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, doch, man muss ihn aber mit Moped-Kennzeichen, glaube ich, anmelden, weil die Dinger dürfen sonst nicht im öffentlichen Verkehr fahren. Ich habe den natürlich auch hierher geschoben und bin nicht gefahren, damit man hier auch wirklich sich nicht auf irgendeine Straftat oder dergleichen einlässt. Das ist ja schon mal ganz klar. Ja, an sich muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir das Ding richtig gut. Die Scheibenbremsen packen richtig an. Die kann man auch für einen kleinen Obolus, ich glaube 8 bis 10 € pro Bremsscheibe, also nicht die Scheibe, aber den Brems,
Satz kann man günstig wechseln. Es ist sehr günstig in der Unterhaltung. So ein Reifen kostet 20 bis 30 €, wenn da mal was kaputt geht. Ansonsten haut man da einfach, wie man das vom Auto kennt, diesen Schaum rein. Also ich weiß jetzt gar nicht der Fachbegriff dafür, aber wenn man jetzt hier so einen Platten hat im Reifen und keinen Ersatzreifen vom neuen Auto dazu oder Autohaus dazu bekommt, kriegt man ja so eine Art Gel oder Schaum und der dichtet dann den Reifen innerlich ab. Bei den Reifen ideal, muss ich ganz ehrlich sagen, haut man ansonsten rein. Ich habe es noch mit Pneu, also noch mit Luft drinne, aber wurde mir so zumindest zugesichert, es kann nichts passieren, wenn man das da reinballert. Dann ist halt nicht mehr so ganz so weich gefedert, aber der Reifen hält auf jeden Fall länger. Habe ich irgendwas vergessen? Hinten haben wir Stoßdämpfer, ja klar. Die goldenen hier. Die werden dann, wie gesagt, noch individuell eingestellt. Die federn jetzt nicht super weich, aber das ist auch gar kein Problem. Es ist ja, wie gesagt, eigentlich ein Asphaltmobil. Wo darf man damit überall fahren? Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Eigentlich nur auf Privatgelände oder auf Messen, wo das dann im Privatgelände ist, sage ich mal. Also wenn man jetzt hier zur CeBIT will oder wenn man zur Gamescom will, dann kann man mit so einem Ding da lang brettern und dann ist man auf der sicheren Seite. Ansonsten, wie gesagt, die Version ist straßenzugelassen. Es gibt verschiedene Versionen, die sind nicht zu Straßen, also straßenzugelassen, aber sind sauteuer. Das bringt ja dann auch wieder nichts. Aber ich bin mit diesem Gerät hier sehr zufrieden und muss sagen, ich bereue es nicht. Ja, habe ich euch den mal gezeigt. Ich verlinke euch mal ein paar Roller in die Beschreibung und wir sehen uns wieder bei dem nächsten Video. Auf Wiederschauen.